MS Holiday, das klingt nach Ferien und ist auch so gemeint. Ein Kreuzfahrtschiff auf dem Weg von Los Angeles nach Mexiko. An Bord rund 3000 US-Bürger, ganz entspannt und guter Laune. Sonne, Sex und kühle Drinks bestimmen den Tagesablauf auf dem Oberdeck. Im Bauch des Schiffes geht es um Leben und Tod, Schuld und Sühne. Fototermin für die Teilnehmer des Jahrhundert-Prozess-Kreuzfahrtseminars. Sie wollen die Gerichtsverhandlung gegen O.J. Simpson nachspielen mit verteilten Rollen als Geschworene, Richter und Zeugen. Monatelang haben die 100 Justiz-Junkies das Geschehen vor Gericht via Fernsehen live verfolgen können. An Bord muss das Urteil in 3 Tagen fallen. Kurzer Prozess auf hoher See. Wir haben die Reise ganz bewusst auf ein Wochenende gelegt, denn viele Teilnehmer widmen sich dem Simpson-Prozess so intensiv, dass sie auf keinen Fall einen Verhandlungstag verpassen wollen. Darum beginnt der Trip am Freitag und endet am Montag. So versäumen unsere Gäste keins der Ereignisse im Gerichtssaal. Stargast der Veranstaltung ist ein echter Zeuge aus dem echten Prozess. Alan Park arbeitet bei einem Limousinenservice und hat Simpson in der Mordnacht chauffiert. Feierliche Vorstellung durch den Erfinder des O.J.-Würfelspiels. Auf einer der Spielkarten steht die Frage, wer ist der Chauffeur, der bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt hat? Es ist Alan Park. Und es wird auch gefragt, für welche Firma er gefahren ist. Am Abend wird es dann mörderisch romantisch. Cocktailempfang in Ricks Café, die Simpson-Kreuzfahrer im Casablanca-Filmambiente. Hollywood-reif ist auch der Pianist, der immer das gleiche Lied spielt, auch wenn er nicht Sam, sondern Eddie heißt. Und hier ist Eddie. Würden Sie bitte leise sein und ihm zuhören. Ich denke, es wird Ihnen gefallen. Das ist ein Lied aus dem O.J.-Prozess-Songbook, Titel der Jahrhundertprozess. Ehrengast des kulturellen Vorspiels Alan Park von Damen umringt, ist O.J. schuldig oder nicht? Ich glaube, dass O.J. Simpson unschuldig ist und ich denke, dass man in diesem Land jeden mit gefälschten Beweisen reinlegen kann. Sie, Sie und mich. Wir alle könnten verurteilt werden. Ich meine, dass O.J. sehr, sehr schuldig ist. Ja, das glaube ich. Und ich wäre sehr wütend auf unsere Rechtsordnung, wenn er freigesprochen würde. Am nächsten Morgen beginnt der Prozess. Die Simpson-Kreuzfahrer treffen sich unter Deck. Das Vorstellungsritual gleicht dem der anonymen Alkoholiker. Man bekennt sich zu seiner Sucht. Stand up right there. My name is Bob and I'm from Daly City. Hi, Bob. Ich bin abhängig vom O.J. Simpson-Prozess und es ist mir egal, ob ich jemals davon geheilt werde. Ich denke, dieser Prozess und meine Faszination dafür haben mich dazu gebracht, nach meiner eigenen Identität zu suchen. Vielleicht steckt in jedem von uns etwas von einem Mörder. Und das ist ein klein bisschen beängstigend. And that's a little bit scary. And this trial has taken on a life. Dieser Prozess hat mein Leben verändert. Ich denke fast, ich sollte O.J. einen Dankesbrief schicken. Denn durch diesen Prozess sind meine kreativen Säfte ins Fließen gekommen. Ich habe angefangen zu schreiben, zu faxen, Radiosender anzurufen, Dinge, die ich vorher nie getan habe. Auch auf dem Sonnendeck ist man kreativ mit Saft. Der Saft heißt Miller Lite und soll nach Bier geschmeckt haben, bevor er bei 35 Grad in eine Plastikpumpe gefüllt wurde, um unter anderem den echten Zeugen Alan Park zu erquicken. Seine Aussagebereitschaft gerät merklich ins Wanken. Im Gerichtssaal des Schiffes erweisen die Simpsons-Süchtigen Richter Ito ihren Respekt. Dass der eher wie King Kong aussieht, trägt zwar zur Erheiterung bei, mindert aber nicht die Ernsthaftigkeit der Wahrheitsfindung. Alle Rollen wurden nach Neigung besetzt. Nur den Angeklagten wollte keiner spielen. Schwarze Freiwillige gab es nicht. Und ein schwarz angemalter Weißer, da waren sich alle einig, hätte zu viele Emotionen ausgelöst. Guten Tag, meine Damen und Herren Geschworenen. Guten Tag, Richter Ito.
Mein Name ist Gina und ich bin Rechtsvertreterin von Randall James Simpson. Von Beginn dieses Prozesses an gab es keinen Augenzeugen der Tat und keine Tatwaffe, lediglich indirekte Verdachtsmomente. Die Staatsanwaltschaft widerspricht. Es geht hier um die älteste Geschichte der Welt. Ein Mann, blind vor Eifersucht und Besitzstreben, möchte das Objekt seiner Liebe eher töten, als einem anderen zu überlassen. Zwei Unschuldige werden infolge dieser Morde immer in ihrem Grab liegen. Bitte, lassen Sie den Mörder nicht frei nach Hause gehen, wo er sein Leben als Privilegierter fortsetzen würde. Die anschließende Verhandlungspause nutzen nur wenige zum Sonnenbad. Zu sehr erregt die Debatte über den Stellenwert des Detectives Furman die Gemüter. Der hatte in einem Interview Simpson mehrfach als Nigger bezeichnet. Im echten Prozess führte dies zu Zweifeln an der Korrektheit seiner Beweisaufnahme. Mark Furman, der die Spuren am Tatort aufgenommen hat, ist ein echter Rassist. Er konnte es nicht ertragen, einen Schwarzen mit einer weißen Frau zu sehen. Darum hat er falsche Spuren gelegt, die den Verdacht auf OJ werfen sollen. Gut, Furman ist ein Rassist, aber das tut nichts zur Sache. Er war ja nicht alleine. Andere Kripo-Leute waren auch dabei. Es wurden viele Beweise zusammengetragen, die kann er gar nicht alle gefälscht haben. Doch, er hat alles alleine gemacht. An Deck sind mittlerweile dank Miller Lightbeer alle Rassenschranken gefallen. Es folgt die Geschichte vom schweren Schicksal eines kleinen Stinktieres, das seine Mutter verloren hat. Du bist schwarz, du hast einen weißen Streifen. O.J. Simpson muss dein Vater sein. Da lacht doch Alan Park, der Zeuge der Anklage, O.J. Light. Ein Ferienspaß. Im Gerichtssaal der MS Holiday ist die Beweisaufnahme mittlerweile abgeschlossen. Schnell noch ein Foto mit Richter Ito, dann tagen die Geschworenen. Nicht schuldig? Nicht schuldig? Schuldig? Schuldig. 7 für schuldig, 4 für nicht schuldig, eine Enthaltung. Ein Ergebnis, wie es auch im richtigen Leben zu erwarten ist. Hung Jury heißt das im Juristenenglisch. Und weil ein Schuldspruch einstimmig sein muss, wäre dann ein neuer Prozess fällig und eine neue Kreuzfahrt. Alan Park dürfte bis dahin wieder aussagefähig sein. This is America. Yes, it is.